YouTube. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu Soviet Republic Work and Resources. Es ist draußen, Version 1.0 und natürlich gab es auch gleich ein DLC hinterher, das Biom-DLC. Und ich habe noch nichts von angeguckt. Ihr werdet hier live mit mir herausfinden, was wir machen. Und alte Spielstände sind kompatibel, habe ich gerade geguckt. Das funktioniert schon. Einstellungen und so weiter sind alles die gleichen. Und ich würde einfach mal sagen, rein in ein eigenes Spiel. Workshop-Objekte habe ich noch alle drin. Scheinen erstmal nicht problematisch gewesen zu sein. Und hier sieht man schon Asian Map, Arabic Map, Siberian Map, Blüth, Uninhabited. Okay. Es könnte noch aus dem Workshop sein. Ich glaube, das hier sind die DLC-Sachen mit dem Krönchen. Und noch eine Asian Map. Okay. Also es gibt zwei Asian Maps, zwei Arabic und zwei Siberian Maps. Die eine ist anscheinend inhabited und die andere ist empty. Also ist immer die gleiche Karte, würde ich von ausgehen. Einmal bewohnt, einmal nicht bewohnt. Okay, haben wir das schon mal. Und ich würde sagen, dann wir starten einfach mal und gucken uns einfach die Karte an. Ich lasse das alles so, wir wollen das eh nicht spielen. Ich will nur mal reinstarten und reingucken. Und die Release-Infos sind jetzt gleich da. Da werden wir dann auch reingucken. Und hallo, normale Ment. Willkommen in der Gruppe. Okay. Erstmal krasse neue Karte, nicht? Okay. Hat schon auf jeden Fall was. Wirkt asiatisch. So ein bisschen wirklich wie Vietnam oder sowas. Könnte das sein? Kambodscha in die Richtung? Man hört sogar Stimmen. Und Hunde. Okay, okay. Wasser sieht auch noch so aus. Also grafisch, glaube ich, hat sich nicht mehr wirklich was getan, so wie es aussieht. Map ist erstmal interessant. Was sagen denn die Grenzen? Ah, ist eher so mit Gewässer, aber auch eine gerade Karte. Also das ist die Standard-Asien-Ding. Sieht man Kohle und das? Nee, weil ich es nicht freigeschaltet habe. Wir könnten uns mal kurz cheaten und gucken, wo die Sachen sind. Wo waren das? Systemfunktion? Nein. Die Bug and Cheats. Was haben wir da? Landwirtschaftseditor, Verschmutzung, Forschung, Bau, schnelles Landwirtschafts. Wo kommt man die sehen? Irgendwo war Dings aufdecken. Starte Preisänderung, Verbrechen, Kamera, Abnutzung, Woche, Preise, lass es schneien, Rubel. Oh, früher konnte man sich doch Ressourcen anzeigen lassen. Gibt's das nicht mehr? Das ist ja gemein. Experimentelle Wegfindung. Ich meine, wir können in den Landeditor, aber da wird das trotzdem nicht auf der Karte angezeigt. Abnutzung, Verschmutzung. Ich dachte, früher gibt's das hier. Rubel, Rubel, lass es schneien. Wir können schneien lassen in Asien. Epidemie starten, Preisänderung. Nö, das war's. Schade. Dann ging das, glaube ich, dann können wir hier drüber gehen. Ich glaube, wenn ich Forschung ausmache, nicht wahr? Ach so, ist sogar aus. Hier, Forschung, deaktivieren. Genau, dann können wir uns angucken. Weil dann kann ich es nämlich nicht erforschen und deswegen muss es freigeschaltet sein. Also, wir hätten Kohle hier auf dieser Karte. In einigen Regionen. Eisen, oh, eher in der Mitte oder hier am Rand. Öl, auch nicht so viel. Hier unten wäre ein größeres Ölfeld. Aha, aha. Was haben wir noch? Ressource Uran. Oh ja, drei große Felder. Und Bauxit. Also die ist auf jeden Fall von Hand gemacht und nicht zufällig, weil sonst wären die Ressourcen wahrscheinlich anders verteilt. Oh, sehen wir denn noch Neuerungen? Im UI erstmal. Also wir können hier immer noch die Sachen filtern. Bevölkerungsübersicht. Die Schrift ist ein bisschen feiner an manchen Stellen, oder? Kann das sein? Die war früher hier. Das hier sieht nochmal neu gestaltet aus.
Sah irgendwie fetter aus, gefühlt. Wirtschaft, Übersicht. Da hat sich echt nichts geändert. Oh doch, die Icons sind anders angeordnet. Das sah auch anders aus hier. Das hier ist so wie früher. Das hier unten ist auch wie früher. Hier hoffe ich, dass sie das nochmal neu machen, weil irgendwann sieht man die Sachen nicht, wenn die übereinander liegen. Bei manchen Ressourcen. Das ist dann ein bisschen ungünstig über die Laufe der Zeit. Okay, Kredite, Tourismus, alles weiterhin so drin. Die Fahrzeugansichten, weiterhin so drin. Die Linienansichten, Stadt erstellen, Bauweisungen, Zuweisungen, Informationen, die Mod-Sachen. Sieht auf jeden Fall erstmal alles okay aus. Da müsste ich halt ein bisschen was erforscht haben. Und weiterhin die Sekretäre, die man Sachen fragen kann. Okay, also von dem Punkt aus ist nichts dazugekommen. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal ins Hauptmenü und gucken uns die anderen beiden Maps an. Die sind nämlich im DLC nur drin. Arabic Map. Ich nehme auch die bevölkerte. Und dann gucken wir da einmal kurz rein. Oha, okay. Ich fühle Bagdad. Ist das eine GTA, nicht eine GTA, ist das eine Battlefield 5 Map? Wirkt fast so. Okay, hier ist auf jeden Fall ruhiger, keine Hunde, kein Gebrabbel. Doch, hier jetzt. Da, okay, muss erst geladen werden. Das Wasser sieht genau gleich aus. Die Brücken sind die, die man auch bauen kann. Aber eine wichtige Frage, die ich da nämlich sehe, da sind ja Kirchen. Kann man Kirchen jetzt im Hauptspiel bauen? Notfallgebäude, weiterhin vorhanden. Feuerwache, weiterhin vorhanden. Schulen und Dings, Waisenhäuser, medizinische Universität, technische Uni, Zentrale der Kommunen. Kommunistischen Partei, Studentenwohnheime, Kriminalität, Polizei, Rathaus, Wartung. Sieht nicht so aus, als ob man selber Kirchen bauen kann ohne Workshop. Das finde ich für ein Release schwach, muss ich gestehen. Also wenn die sich jetzt hier nicht irgendwo verstecken. Kultur. Ich meine, dann sollten sie einfach den Punkt komplett rausnehmen, wenn man selber keine Kirche bauen kann. Okay. Das ist ein bisschen schade. Also das hätte ich zumindest erwartet, oder? Dass sie einem die Kirchen reinhauen. Ich meine, wenn man eine nicht bevölkerte Stadt oder Karte nimmt, das heißt hier schon zurückgreift auf die Arbeiter, die hier rumlaufen, dann kann man keine eigene Kirche ohne Modding bauen. Die Patch Notes, die kommen nach den Karten. Wir gucken uns erst die Biome an. Und dann geht's in das richtige Spiel rein. Hier gibt's auf jeden Fall die neuen Bäume. Die hatte ich ja schon gesehen, aber ich konnte nicht bauen, weil das Biom nicht freigeschaltet war. Ja. Die hier fand ich richtig gut. Ich hoffe, man kann das im eigenen Spielstand überall benutzen. Müll gibt es, Heizung, Klempnerarbeiten heißt das jetzt. Okay, Elektrizität, Trockengut, Flüssiggut. Ja, da ist, glaube ich, auch nicht mehr viel passiert. Schade auch. Also hätte man auf jeden Fall noch mehr rausholen können, indem man mehr Varianz rausholt. Ich glaube, die Release-Liste, Patch-Note, dürfte relativ übersichtlich sein, wenn ich mir das hier angucke. Also so von den ganzen Sachen ist da, glaube ich, nicht wirklich was hinzugekommen. Dann noch die letzte und dritte Map. Und das ist dann die, nicht Spielladen, eigenes Spiel. Die, wo war sie? Siberian Map. Ja, alles wie gehabt. Auf jeden Fall gibt es neue Bilder von Kosice, Slowakia von 1985.
Okay, das hätte ich mir jetzt ein bisschen. Gut, wahrscheinlich, weil kein Schnee gerade liegt. Aber so von den Häusern passt die Stimmung auf jeden Fall, nicht? Aber die Kirche, die hat man auch im Workshop. Die Häuser kennt man durchaus auch. Aber passt. Kirgisistan 1980. Ich fühle es auf jeden Fall. Sieht okay aus. Kann ich hier mal was posten? Ich glaube nicht. Da werden 5 Bots auf dich einstürzen, die ich auch nicht temporär aktivieren, deaktivieren kann. Der Chat ist gesperrt für so eine Sachen. Dafür ist der Discord dann da zum Austausch. Also ich finde die Maps schön gemacht. Nicht? Die Ressourcen sind wahrscheinlich dann individuell verteilt. Da gucken wir jetzt nicht genau hin. Aber ich meine, sie haben nicht mehr individuelle Border, die sind einfach nur eckig. Da hätte man vielleicht noch ja, ein paar Karten mehr reinwerfen können. Wäre schon irgendwie eine schöne Sache gewesen. Das heißt, hier im Spiel sehe ich nicht was Neues. Deswegen werden wir mal rübergehen kurz. Und ihr habt gesagt, es steht jetzt im Steam. Dann gucken wir doch mal. Steht das in der Shop-Seite? Spiel kostet übrigens aktuell 25,99, später 39,99. Und DLC kostet 8,99, später 9,99. Out now! Launch Trailer. Highlights included. New Buildings. Okay. Entertainment and Fitness. Amphitheater und großes Stadion. Okay. Playgrounds, also Spielplätze für die jüngere Generation. Okay. Neue westliche Fahrzeuge. Überholtes Lehrsystem, um mehr Lehrer zu bekommen und bessere Bildung zu bekommen. Sehr spannend. Improved Factory Connection Nodes, also bessere Verbindungen der Fabriken, der Fabrikknotenpunkte, um bessere Produktionsketten hinzubekommen. Und Quality of Life and UI Tweaks. Okay, das sind die Sachen mit schärferer Schrift an den manchen Stellen, die wir schon gesehen haben. Die sind mir direkt ins Auge gefallen, dass da ein bisschen was anders ist. Aber auch nicht an allen Stellen, sondern nur an manchen. Finde ich für ein 1.0-Update relativ schwach, nicht? Bei dem Biom, was ist da drin? Scorching Deserts, Unforgiving Tundra und Lush Tropics. Limited Access to Trees in the Desert, longer, harsher Winters in the Tundras, brave Monsoons in the Tropics. Also stärkere Regen, härtere Winter, weniger Ressourcen auf den Karten. Das ist eigentlich alles, was da drin ist, nicht? Ich habe es mir geholt, einfach um die auch zu unterstützen. Ich meine, das Spiel ist 2019 rausgekommen, da haben wir direkt damit angefangen und dann nochmal 8,99 da zum Support, zum Start zu geben, um Signal zu senden, ey, geil, macht einen zweiten Teil mit besserer Grafik. Ist auf jeden Fall eine wichtige Sache, glaube ich. Aber übersichtlich. Ich würde sagen, das einzige Spiel, was in letzter Zeit rauskam, was eine kleinere Patchnote zum Release hatte, war Starfield. Da stand nur Fixes. Wow. Auch der Patch 2 von Starfield hatte irgendwie 4 Unterpunkte. Ja, gut. Und City Skyline 2 reden wir nicht drüber, oder? Das lassen wir weg. Sehen wir denn sonst noch irgendwelche Hinweise, vielleicht in den Diskussionen, die uns interessieren könnten? Irgendwas angeheftet, neu? Nö. Das heißt, nur über die Shop-Seite kommt man aktuell an diese Information. Das wird sich dann die nächsten ja, Minuten, Stunden, glaube ich, alles freischalten. Und für andere ist es dann um die Uhrzeit verfügbar. Ist es weltweiter Release? Wahrscheinlich verschiebt sich das höchstens um 1 Stunde irgendwo. Also sollte auch jeder schon das Spiel haben können, nicht wahr? Hier sieht man zum Beispiel das große neue Stadion, was da drin ist. Aber das war's dann auch. Wir können noch mal in den Release-Trailer reingucken. Ich mache aber Ton aus, weil Musik und Lizenzen, ihr kennt's. Und vielleicht wäre schön, wenn YouTube auch mal schafft, HD zu laden. Okay, kann ich nicht anklicken. Wäre auch zu einfach.
Kirchen, die man nicht selber bauen kann, nicht? Also der Trailer sah auf jeden Fall cool aus. 7 Punkte Patchnotes für einen Release. Ja. Und Hallo Royal. 78 MB Update für 1.0 sind wirklich so, nur so viel. Und danke für den Follow. Ja, ich habe auch mit so einem Gigabyte-Patch oder sowas aufgehofft. Also es hat sich nicht viel getan zum Release. Ich glaube, die haben ein bisschen so Geldprobleme, oder? Durch diese Sache, die da war mit dem komischen Fan, der das Spiel für sich beansprucht hat. Das ist, glaube ich, dass echt viel ja, Wissen und Geld abgeflossen. Das hat man dem Spiel angemerkt. Seitdem sind auch weniger News nach draußen gekommen, weniger Patches. Also ab dem Zeitpunkt ist es halt so ein bisschen runtergegangen, was irgendwie sehr, sehr schade ist. Ist trotzdem ein geniales Spiel. Und ich denke mal, da wird jetzt in Zukunft auch noch ein bisschen was dran passieren. Ich hoffe es zumindest. Und das werden wir jetzt alles gleich in Angriff nehmen, nicht wahr? Ihr könnt euch den Trailer ja mit der Musik anhören, nicht? Als Streamer hat man immer so schön das Problem, dass man dann an die GEZ oder GEMA oder wie es jetzt Gebühreneinzugszentrale oder sowas heißt, nachher irgendwas zahlen müsste. Nee, nee, nee. Weil ich weiß nicht, wie die Lizenzen bei diesen Musiken ist. Wahrscheinlich ist die sogar frei, aber ja. Ja, nicht mal ein Release-Trailer, nicht? Also doch hier der Launch-Trailer, aber das ist der doch gewesen, oder? Oder ist der auch noch mal anders? Wir gucken mal da rein. 3D Vision. Krass, Fans können ein Spiel so kaputt machen. Ja, war echt traurig. Der wollte halt sich bereichern auf Grundlage des Spiels und hat sie halt echt reingeritten. Für die, die es nicht wissen, also es gibt hier einen Hardcore-Modus, den werden wir auch spielen. Einen anderen Modus finde ich nicht mehr so interessant. Wenn man einmal in dem Hardcore-Modus war, geht es nicht mehr zurück. Und der Fan hat gemeint, na, er hat doch mal einen Forumbeitrag gehabt, wo er genau das beschrieben hat. Und damit ist er vor Gericht gegangen und hat es sogar geschafft, dass das Spiel kurzzeitig von Steam genommen wurde. Und das war halt so der Knackpunkt, wo man gemerkt hat, die wollten auch nicht mehr die Informationen so großartig nach außen geben, halt genau um sowas zu verhindern, dass irgendjemand sagt, aber das hab ich euch doch gesagt. Das ging dann auf jeden Fall bis vor Gericht, bis das Spiel dann wieder freigegeben wurde. Aber die einstweilige Verfügung gegen das Spiel hat halt seine Auswirkungen hinterlassen, würde ich sagen. Und ja, eigentlich war es ein Modder und ein Supporter von dem Game. Und keine Ahnung, was den geritten hat. Irgendwie was quer gesessen und schon hat er das da mit reingerissen. Hart für ein Game, ja. Also da kann man auch den Entwicklern gar keinen Vorwurf machen. Ich glaube, die wollten auch mehr liefern. Aber wie schon gesagt wurde, 7-Punkte-Patch und 78 MB fürs Update sind schon echt mager trotzdem. Also da hätte ich vielleicht lieber den Release verschoben, aber ich glaube, es ist halt wirklich auch ein Geldthema. Ja, also vielleicht kommt jetzt genug rein. Ich hoffe es, ich wünsche es, weil so eine Spiele gibt es so selten. Und das ist, egal, auch wenn man die Grafik nicht merkt, mag trotzdem eine Perle. Und lustigerweise, diesen Kühlturm, da waren wir schon in einem IRL-Stream mit dem Rad. Da können wir auch noch mal hinfahren. Da gibt es zwei in Leipzig Umgebungen, die genauso aussehen. Also sehr interessant. Good Old Games, wer kein DRM mag, kann es auch da kaufen. Epic, etc. Pipapo. Also überall verfügbar quasi. Ich glaube, da ist für jeden was dabei. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt weiter und gucken dann rein. Zurück zum Hauptmenü. Karten haben wir uns angeguckt. Was es vielleicht noch so Neues gibt. Also die Kampagne habe ich noch nicht gespielt. Tutorials, brauchen wir die? Ich glaube nicht. Die haben wir auch schon immer gespielt. Workshop. Abonnierte Objekte. Kann ich alle deaktivieren? Alle Objekte. Alle abonnierten Objekte deaktivieren. Okay, das ist cool, weil ich würde ohne abonnierte Objekte spielen wollen im ersten Run, um zu gucken, was ist wirklich neu, was braucht man. Zum Beispiel die Kirchen sind nicht drin. Also, ich verstehe nicht,
Das ist so das Einzige. Ich verstehe nicht, wie man ein Spielfeature, Kirche und Religion drin haben kann und dann die Gebäude nicht dem Spieler zur Verfügung stellt. Aber wir werden versuchen, das auf andere Weise zu lösen. Und klicken jetzt mal auf eigenes Spiel und ich würde sagen, eigenes Spiel? Achso, das zurück. Hier unten wollte ich. Eine neue Republik entsteht. Flachlandhügel, sowjetische Revolution. Also hier gibt es auch noch einige andere Karten. Slowakei, aha. Osteuropäische mittlere Hügel. Ich sag mal, eine neue Republik entsteht. Und wir gehen mal auf Startkapital. Gehe ich mal auf Mitte, realistischer Modus aktivieren. Unzufriedenheit der Bürger. Würde ich sagen, ja, Mitte ist okay. Energiemanagement, alles. Wasserwirtschaft wollen wir. Müll und Abriss wollen wir. Wir wollen Wartung aktivieren. Sommer- und Winterzeit wollen wir. Ich würde mal sagen, diesmal aktiviere ich es. Ich habe noch nie damit gespielt. Deswegen probieren wir uns mal aus. Und Feuer würde ich auf normal stellen. Feuer nerven ziemlich. Globale Ereignisse, normal ist okay. Umweltverschmutzung aktivieren. Bildung komplex. Kriminalität und Justiz an. Verkehrssimulation komplex. Forschung ist an. Tag-Nacht-Zyklus ist an. Fahrzeugverfügbarkeit nach Baujahr und wir fangen 1960 an. Was ist denn mit es gab's nicht Naturkatastrophen? Gibt's die nicht mehr? Also Feuer, ja, aber Naturkatastrophen? Achso, okay, hier, Ernst ist Erdbeben. Ja, ja, nee. Epidemien und Marktänderungen sind okay, aber Erdbeben will ich nicht. Ich finde, Erdbeben machen mir irgendwie keinen Spaß, schon bei SimCity 2000 damals nicht. Und dann würde ich sagen, starten wir mal rein und spielen so ein bisschen rein. Das wird jetzt noch nicht der Anfang vom Let's Play, sondern nur mal so, was ist neu, was kann man bauen. Okay. Das ist also eine fertige Karte. Ah, ich wollte aber eine eigene Karte erstellen. Okay. Das ist auch noch mal eine Karte. Aha, aha. Hier so mit Dörfern vor dem Ding. Interessant. Ja gut, jetzt so für die ersten paar Minuten zum Testen nicht. Da können wir das ja mal ausprobieren. Vielleicht hätte ich da den realistischen Modus ausmachen sollen. Aber ich will ja mal gucken, wie die Mechaniken so funktionieren. Ich starte jetzt einfach hier. Ich weiß ja auch nicht, wo Ressourcen sind und sowas nicht. Wir fangen ganz naiv an. Lassen hier so ein bisschen Abstand. Klicki-Klocki. Und man kann hier, zack, die Straßen auch schön krumm machen. Und ich würde sagen, wir gehen so ein bisschen am See entlang in etwa. So. Ah. Ich krieg den Undot-Sprung nicht. So. Ist doch hübsch, oder? Guckt mal. So. Wir müssen das ja nicht bis da hinten bauen. Hier können wir auf jeden Fall Gestein abbauen. Das ist schon mal gut. Dann würde ich sagen, ja, machen wir die Stadt hier an die Ecke oder sowas. Schön zum Wasser hin. Ist vielleicht ein bisschen weit, oder? Schon? Für einen Start. Starten wir mal hier. Und Baufahrzeuge und Co. machen wir hier hin. Im realistischen Modus hat man nämlich nur gewisse Gebäude zur Verfügung. Unter anderem diese, wie heißen die Dinger hier? Bauämter. Okay. Davon können wir 7 bauen. Die brauchen wir auch. Mal sehen, was die Zukunft bringt. Das sind wichtige Worte. Generell ist ja der Markt von Aufbauspielen überschaubar geworden und mit dem Debakel von Cities Skylines 2. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Cities Skylines 2 Fan, aber ich habe bisher keinen getroffen. Ich glaube, das ist eher so wirklich, ja, so Kinder oder so haben damit, glaube ich, mehr Spaß als wirklich. Ja, es ist halt sehr simpel gehalten, nicht? Und dann die ganzen Probleme, wenn man über die hinweg sieht,
dass Busse oder Busspuren gar nichts bringen, weil Autos auch auf Busspuren fahren, die Bus-exclusive sind und Linksabbieger auch rechts abbiegen und so. Da brauche ich keine Verkehrssimulation, nicht wahr? Also, dann kann ich ein Spiel auch in eine Tonne treten. Klar, zum einfach schön bauen mit den ganzen Workshop-Sachen. Ach, den gab es ja auch nicht. Aber kein Hate gegen andere Spiele. So, wir haben jetzt hier eine schöne Tankstelle gebaut, die noch leer ist. Und ich glaube, die Bodentextur von dem Weg sieht auch ein bisschen anders aus. Aber sowas wie die unschönen Übergänge hat man immer noch drin. Sowas hätte ich zum Beispiel auch. So ein bisschen Polishing hätte ich da nochmal raufgegeben. Ich meine, hier funktioniert es ja auch. Aber sieht halt schon recht merkwürdig an einigen Stellen aus. Und dann brauchen wir noch das Fahrzeugdepot. Das machen wir, weiß nicht, hier hinten hin. Obwohl, die müssen zur Tankstelle fahren, nicht? Dann machen wir es hier hin. Und dann können wir mal gucken, was gibt es denn für Häuser zum Kaufen? Häuser, Autos zum Kaufen. Das sind auf jeden Fall alles Sachen, die wir kennen. Die Busse kennen wir. Unseren LZ-Bus, den Cis-Bus, den Kleinbus, den wir kennen und lieben. Fahrzeuge, den Schaufler. Ja, sieht alles eigentlich normal aus. Hier können wir das dem zuweisen. Einstellungen kann man kopieren. Also so Quality-of-Life-Sachen, die reingekommen sind damals schon, die haben es eigentlich am meisten gebracht. Früher musste man alles einzeln zuweisen, aber dieser Kopier-Button war schon einfach genial. Der hat sehr viel Arbeit abgenommen, sage ich mal. So, dann brauchen wir, ich würde sagen, einen Betonmischer. Komm, wir holen zwei. Dann holen wir noch zwei Busse. Wie viel kann der hier? 52. Wie viel? Der fährt 75, der fährt 65, aber der ist kaum teurer. Der fährt auch 65, kann aber 60 Passagiere. Der kann 40. Ah, der Bus hat eine andere Textur bekommen. Der war immer so blau-weiß sonst. Ja. Der kann nämlich 85 fahren, aber der ist teurer, der bringt uns gar nichts. 52. Wenn wir die besseren Straßen haben, ich meine, es sind 600, die ich mir spare. Komm, hey, sparen wir uns die 600. Asphaltfertiger brauchen wir nicht. Wir bauen eh keine Asphaltstraßen. Vier Bagger holen wir uns. Was brauchen wir noch so Schönes? Ein paar offene Ladeflächen, zwei Stück. Geschlossene Ladeflächen. Dann brauchen wir, glaube ich, weniger. Abgedeckte heißen die hier. Da hole ich eine. Was brauchen wir noch? Einen Straßenkran können wir uns einholen. Ich weiß, viele spielen immer so ohne Straßenkran, damit es noch langsamer ist. Aber wir wollen ja jetzt erstmal auch nur testen. Dann hole ich hier den günstigen Straßenkran. Planierraupen. Level 20, 28, drei Stück. Hol ich noch einen Straßenkran. Wir haben richtig die 5 Millionen auf den Kopf gerade. Eine Straßenwalze zweimal. Straßenkran haben wir, Planierraupe haben wir. Personenkraftwagen brauchen wir nicht. Offene haben wir, Kipper. Stimmt, die Kipper brauchen wir noch. Und da würde ich sagen, brauchen wir schon die mit den 10 Tonnen. Weil das muss am meisten transportiert werden, glaube ich. Holz brauchen wir nicht, Bus haben wir, Betonmischer haben wir, Bagger haben wir, Asphaltfertiger brauchen wir nicht. Dann können wir hier nochmal eine offene Ladefläche holen. Dann haben wir drei Kipper, drei Ladeflächen und einen offenen Punkt. Und dann gucken wir mal, wie die Autos hier rausfahren. Okay, also man hat immer noch das gleiche Problem, dass die da festhängen. Beim Start, wenn man alle gleichzeitig holt. Aber sie schaffen es raus. Früher sind die da einfach hängen geblieben. Das ist schon mal gut. Ein kleiner Gewinn. Okay, jetzt hängen sie doch.
Ja. Läuft, würde ich sagen. So, dass man sowas halt nicht behoben hat. Klar, warum kaufe ich alles im Pausenmodus? Aber warum darf ich überhaupt im Pausenmodus bauen, wenn ich das nicht als Entwickler berücksichtige? So, wo ist sein Ding? Achso, ich sehe nicht mal, wo er hinfährt. Okay, kann ich ihn dahin lotsen? Okay, also Stau. Ja, ach nee, wirklich. Geh zu Depot. Kriegt die da auch nicht weg, nicht? Normalerweise haben die sich immer von alleine aufgelöst. Nach einer Weile. Aber das sieht aus, als ob die hier einfach komplett hängen. Wow. Okay, dann müssen wir die Fahrzeuge nach und nach löschen. Bis wir hoffen, dass der Stau sich auflöst. Das Löschen der Fahrzeuge kostet übrigens Geld. Okay, jetzt haben wir den erwischt, der das blockiert hat. Das ist auch, wenn Feuer ausbricht, wenn die Gabelstapler gerade an ein Lager oder so fahren, dann hängen die fest. Oh, 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 oh. Also mir schwant Übles für die Version 1.0, dass die kleineren Bugs nicht behoben haben. Das wird den Leuten auffallen. Jetzt kommen alle raus. Okay, irgendeiner hat das blockiert. Und wir mussten jetzt aber 400.000 Minus machen und allein 12.000 verloren, weil wir die Autos wieder verkaufen mussten. Jetzt weiß ich natürlich nicht, was habe ich für Autos nicht. Bagger haben wir 3 verloren. Okay. Was haben wir hier verloren? Eine Walze. Das ist natürlich... Sowas darf nicht sein. Nicht zum Release. Und nicht innerhalb der ersten Minuten. Weil die meisten werden doch im Pausenmodus starten. So, was hatte ich denn hier? Die Busse. Die Busse und was noch? Die... Betonmischer. Und was hatte ich da? Ich weiß es schon gar nicht mehr. War das Ding noch leer? Offene Ladefläche, Kipper haben wir, Bagger haben wir, Betonmischer haben wir, Straßenweizen haben wir, Straßenkräne haben wir, Planierraupe haben wir, offene Ladefläche haben wir, Kipper haben wir. Okay, dann haben wir da sogar noch ein ganzes in Reserve, das habe ich komplett übersehen. Was brauchen wir hier? Ganz wichtig, die brauchen Tankstelle. Also machen wir was? Wir brauchen einen... Betonmischer ernten? Auf Deutsch sind die Begriffe so verwirrend. Öltank, da unten. Dann, ich würde sagen, da holen wir einfach den guten. Und den lassen wir hier was holen und dort was entladen. Und zwar Treibstoff. Hier zum Beispiel auch, dass das da nicht denn da drunter hängt, ist auch manchmal ein bisschen verwirrend. Wir wollen ja hier beladen im Zollhaus und dann starten sagen. Ich meine, die Liste im Forum ist durchaus noch länglich, nicht? 150 offene Punkte oder so waren da vor Release auf jeden Fall drin.
Und jetzt gucke ich mal. Sehen wir, in welche Richtung das Wasser fließt? Nicht ohne weiteres. Aber ich glaube, hier ist eine gute natürliche Abkapselung. Dass wir hier vielleicht Dreckwasser reinleiten und hier abpumpen. Oder leiten wir hier Dreckwasser rein an die Grenze? Klingt ja eigentlich auch vernünftig, oder? Ich habe nur Angst, dass das Dreckzeug dann da runter geht mit. Oder wir machen das Dreckzeug hier hin. War schon echt weit weg. Was noch wichtig ist... Ah, jetzt gehen sie alle tanken. Das erste Benzin ist hier. Ich würde sagen, wir bauen einfach erstmal. Ich baue jetzt auch nicht schön, nicht? Das ist alles nur Test. Also wir wollen nur mal so gucken, was es gibt, ob irgendwie das Verhalten von den Sachen anders ist. Also hier von den Häusern, die man bauen kann, ist jetzt auch noch nichts Neues dazu. Wir können hier zum Beispiel diese kleinen Häuschen wieder setzen. Es fühlt sich aber anders an. Also das hier ist wesentlich flüssiger und fluffiger. Das merkt man schon. Also da ist irgendwas passiert. Das ist nicht mehr so hackelig. Aber trotzdem kann man nicht präzise drehen, nicht? Also das ist zwar ein Grad, aber man muss eigentlich noch feiner drehen können. Wenn man es ordentlich haben will. Aber das ist, glaube ich, nur meine Idee. Die meisten bauen ja eh krumm und schief. Und wir wollen keine Bürger bekommen. Ich weiß, das kann ich auch global ausschalten. Weil wenn ich jetzt Bürger bekommen würde, würden die auch wieder abreißen. Und was hier vielleicht wichtig wäre, das auf 3 Kilometer zu stellen. Und dann sehen wir auch die Reichweite von den Dingern. Da können wir bis zum Ende der Straße bauen. Und dann fangen die jetzt an, hier runter zu gurken. Und haben die ersten Ressourcen wie Beton dabei. Wunderbar. Müll. Müll gibt es immer noch. Müll können wir hier platzieren. Zum Beispiel am Ende der Straße. Plonk. Und hallo Lucky Luke. Und hallo Lytro. Was haben wir noch? Irgendwas Neues? Das Schulsystem hatten die gesagt, ist neu. Dann bauen wir doch mal eine Schule. Ein Kindergarten. Ja, erstmal so einen kleinen hier. Bürger bekommen, deaktivieren bedeutet was? Wenn du ein Wohngebäude baust, dann ist es normalerweise leer und du hast auch keine Einwohner. Das ist, wenn du im nicht realistischen Modus spielst, egal, da kannst du hier sagen, ah, ich möchte Bürger bekommen und dann kriegst du hier zum Beispiel Immigranten für Rubel kaufen oder für Dollar. Bei Dollar würdest du ungebildete Arbeiter kriegen, hier kriegst du gebildete Arbeiter und dann kannst du noch die Menge einstellen, wie viele, kostet aber Geld. So, und wir haben nicht so viel Geld und danke für den Follow. Und deswegen wollen wir sparen. Außerdem müssen die Bedürfnisse der Bevölkerung erfüllt sein, damit sie nicht abhauen. Im nicht realistischen Modus, wo man einfach die Gebäude setzt, wie bei City Skylines, ist das so ein bisschen egal. Da kommen die Leute automatisch auch wieder und gehen und kommen. Das kostet dich zwar Geld, aber du kriegst es gar nicht so intensiv mit. Und danke für den Follow, M Creations. Oder hallo, M Creations. Aber auch danke für den Follow und danke für den Follow, Lucky Luke. Und ja, hier so muss man halt haushalten. Und deswegen sagt man erstmal, hä, die sollen erstmal nicht einziehen. Und hier, das ist sehr versteckt unter meinem Ding fast. Da kann man einstellen, zum Beispiel Bauen aus Ressourcen oder irgendwo konnte man da auch sagen, Bauen mit Willen, irgendwo konnte man doch sagen. Wenn ich Wohngebäude habe. Ach hier, da. Bürger bekommen. Kann man global ausstellen oder anstellen. Ich mache es erstmal aus, dann baue ich es nicht aus Versehen. Und hier
ganz wichtiger Punkt, den viele bisher immer übersehen haben, auch ich eine Zeit lang. Erlaube Arbeiter neben dem Bauamt. Wenn ihr irgendwann eine Stadt habt und der Wert steht auf 100, dann dürfen 100 Arbeiter, wenn hier, also sagen wir, die Häuser sind fertig und hier ist eine Baustelle und ihr habt das auf 100, dann dürfen 100 Leute aus den Häusern hier arbeiten gehen. Das heißt aber, diese 100 Leute, die vielleicht in eine Fabrik fahren, die Lebensmittel herstellen, damit ihr nicht sterbt, werden abgezogen von der Lebensmittelfabrik, weil das höhere Priorität kriegt, weil es dichter liegt. Deswegen sollte das hier auf 0 stehen und die Bauämter sollten die Leute dann zu den Baustellen bringen. Damit habe ich mir schon 2 Spielstände versorgt, bis ich das verstanden habe, weil die Übersetzung hier ist auch nicht eindeutig. Erlaube Arbeiter neben Bauamt. Ja, es passt halt in Deutsch nicht mehr hin. Aber quasi erlaube nicht, dass Einwohner neben Leuten, die vom Bauamt zur Verfügung gestellt werden, auf die Baustelle laufen. Das ist so die intensivere Erklärung davon. Okay, was brauchen wir noch? Der Stream ruckelt. Boah, das Spiel ruckelt auch manchmal ein bisschen. Und dann Kindergarten haben wir. Eine Schule würde ich noch bauen. Damit wir das mal sehen, wie das funktioniert. Wir sind schon bei 41 Minuten. Ich wollte ja jetzt erstmal nur reinspielen und dann starten wir erst das Let's Play. Ob wir irgendwas Neues sehen. Also kaufst du die Bürger erst, wenn alles steht. Richtig. Also im realistischen Modus zu empfehlen. Weil wenn die nicht Wasser haben, gehen die sofort weg. Und wenn du 6.000 Euro für die Leute zahlst und dann sind sie weg, dann zahlst du wieder 6.000 Euro und dann sind sie weg, dann bist du innerhalb von kürzester Zeit pleite. Wäre jetzt natürlich egal. Ich könnte zum Beispiel auch, und das finde ich das Schöne am Spiel, sagen, ah, guck mal, zum Beispiel der realistische Modus nervt mich. Den will ich gar nicht anhaben. Dann macht man, wo ist er? Forschung, realistischer Modus. Den will ich nicht haben. Ah, ich will alles bauen können. Was wollen wir noch machen können? Energiemanagement. Das ist okay, nicht? Dann kannst du auch sagen, wegen Einstellungen, wegen Errungenschaften nicht berechtigt. Okay. Und jetzt können wir zum Beispiel sagen, bauen aus Ressourcen oder bauen aus Rubeln. Und jetzt passiert Folgendes. Ohne den realistischen Modus kann ich ein Gebäude setzen und dann wird das automatisch gebaut. Das ist der Unterschied zum realistischen Modus. Im realistischen Modus müssen die Fahrzeuge von der Grenze Ressourcen dahin bringen. Im nicht realistischen Modus kann man die Gebäude halt einzeln setzen und dann geht das alles viel, viel schneller. Na? Und wenn das Gebäude gelb ist, dann muss man die Maus gedrückt halten, dann wird der Boden planiert, dann ist der nicht gerade. Und dann kann man das setzen. Und du bist auf dem Heimweg, Lightro. Na dann. Viel Erfolg beim Nachhausekommen. Ein Kino können wir den noch hinsetzen. Aber das hier ist das Amphitheater. Okay, das gab es auch schon im Workshop. Das hier ist neu. Oh. Ich sag noch, wenn es gelb ist, muss man gedrückt halten. Zack. Und dann können wir uns mal angucken, wie das aussieht. Besser als das im Workshop, aber man sieht auch hier, die Erde scheint durch. So eine Probleme haben sie öfter mal. Das macht das Ganze natürlich ein bisschen unschön. Aber klar, kann man noch fixen. Müll ist bei mir auch neu. Was macht man am Start? Also ich würde sagen, kommt drauf an, ob du realistischen oder nicht realistischen Modus spielst und ob du die ganzen Sachen anmachst. Du kannst ja Wasser ausmachen, du kannst den Müll an und ausmachen, du kannst den Abriss an und ausmachen, du kannst die Wartung an und ausmachen. Sommer, Winter kannst du ausmachen. Wenn du alles anhast, würde ich dir empfehlen, am Anfang erstmal eine vernünftige Bauindustrie aufzuziehen. Im Sinne von, ich glaube, die 12er waren die günstigsten von den Ressourcen und vom Preis her. Also hier zwei solche Dinger zum Beispiel zu bauen, die dahin reinziehen zu lassen. Und dann hast du schon mal einiges gewonnen. Dann Wasser zu bauen. Zum Beispiel einen Brunnen irgendwo.
Wasseranschlussstation, wo heißt denn der hier? Brunnen? Hier, Wasserbrunnen, kleiner oder so am Anfang, wo du weißt, dass da nichts in dem Umkreis gebaut wird. Also solltest du es sauber halten, zack. Dann eine Wasseraufbereitung würde ich empfehlen, weil die meckern, wenn das Wasser nicht 98,9% Qualität hat. Dann ganz wichtig, Pumpen, die vergesse ich ganz gerne. Auch schon hier zwischen, sonst funktioniert das nicht sauber. Dann zwei Pumpen. Dann hier eine Pumpe. Und dann noch eine Pumpe. Ein unterirdisches Reservoir. Das braucht wieder eine Pumpe. Es ist. Wir kennen das Ganze schon. Das ist so ein bisschen. Wir werden das gleich im richtigen Let's Play dann langsamer machen, nicht? Ansonsten habe ich 6 Staffeln Work and Resources auf meinem YouTube-Kanal. Da kann man auf jeden Fall auch reingucken. So. Da sieht man auch alle Fehlschläge, die ich jemals hatte. Und davon gab es einige. Also das Spiel ist schwieriger, gerade im realistischen Modus, als man denkt, weil man halt nicht so schnell Sachen ändern kann. Das heißt, wir hatten teilweise, dass wir Sachen gebaut haben, die in den 80ern, 90ern dann erst Probleme gemacht haben. Oh, shit, das geht ja nicht. Das hier ist falsch. Ich baue eine große Pumpe. Dann geht schon los, die ersten Fehler. Einmal daran, einmal daran. Und hier jetzt so ein Wasserverteilungsbrunnen. Und dann sieht man auch, welche Gebäude zum Beispiel jetzt einen Wasseranschluss bekommen würden. Wann? Was? Wann denn damit? Was fängst du an, Rubel zu verdienen? Also, da gibt es verschiedenste Taktiken. Die meisten verkaufen einfach Sondermüll. Oder importieren Sondermüll und verbrennen ihn. Aber solche Cheats nutze ich nicht. Es gibt halt sehr viele Tricks, wie du die Wirtschaft aushebeln kannst. Da können wir gleich drauf eingehen, wenn wir diskutieren auf einer eigenen Karte, wie wir das machen. Ich baue das jetzt einfach mal hier, da mank, nicht? So. Und dann kriegen die hier so einen Anschluss. Wir bauen das auch später anders. Aber jetzt hätten die zum Beispiel zumindest hier einen Wasseranschluss. Ist noch kein Wasser drin. Warum nicht? Weil hier die Arbeitskräfte fehlen. Und Energie. Ach ja, Strom fehlt. Ja. Strom ist auch so eine wichtige Sache. Aber ich merke, also es läuft auf jeden Fall flüssiger hier so die Sachen beim Bauen. Man kann auch die Straßen upgraden. Zack. Also es funktioniert alles schon tadellos. Aber es ging auch früher schon. Also ist da auch nichts Neues dazugekommen. Bei den Stromverteilern, da gibt es mir auch zu wenige. Also da wäre auch schön, wenn da noch ein paar mehr dazugekommen wären. Und gerade die Umspannwerke gab es so wenig, nicht? Es gab, glaube ich, einen. Da wäre irgendwie cool, wenn es da mehr als eingegeben hätte. Es gibt nämlich Niedrig- und Hochspannung und so eine Geschichten. Also man muss durchaus, ähnlich wie bei Foundry, auch die Spannungssysteme miteinander vergleichen und auch auf den In- und Output vom Strom achten. Oh, da ist der Stromanschluss. Und Strom, ganz wichtig, auch importieren, wenn man ihn braucht. Und dann kommt hier auch Wasser rein, der hier landet. Und dann wird Wasser nicht exportiert. Warum? Weil es keine Arbeiter gibt. Okay. Ja, nicht? Da müsste ich jetzt Arbeiter kaufen, hinbringen und dann würden die Wasser produzieren. Das Wasser würde gespeichert und da hinten hingebracht. Wir können ja einfach mal sagen, wir kaufen jetzt hier ein paar Arbeiter.
So. Dann bauen wir noch eine Bushaltestelle. Einfach um zu gucken, dass das alles noch läuft. Aber es sieht gut aus. Also ich glaube, bis auf den Bug, dass die Autos zum Beispiel stecken bleiben, da würde ich nämlich gleich wieder reinrennen in dieses Problem, haben wir jetzt, glaube ich, keine größeren Ausfälle. Realismus pur. Naja, gut, ich habe den realistischen Modus ja gerade aus. Was passiert aus dem Müll, den du da produzierst? Kommt drauf an, ob du das an oder aus hast. Im Normalfall bleibt der Müll dann liegen, wenn du ihn nicht abholst und auf eine Müllkippe bringst oder ihn verbrennst. Verbrennen bedeutet aber Luftverschmutzung und Krankheit deiner Bürger. Du kannst ihn auch ins Ausland exportieren, was Geld kostet. Oder du kannst ihn recyceln irgendwann zu 100%, aber da musst du forschen, Universitäten haben, gebildetes Personal. Und ja, das ist also ein weiter, weiter Weg. Arbeiter kaufen, also hinbringen. Ja, so in etwa. Foundry habe ich auch gespielt. Ja, bis gestern ganz viel, aber sehr gemütlich. Ich bin ein sehr, sehr langsamer Spieler. Gerade rushe ich ein bisschen, weil ich nur so einen Kurzeindruck mir vermitteln wollte. Und ich würde sagen, den haben wir auch gleich ganz gut geschafft. So, dann sagen wir noch von hier nach dort. Alles einsteigen, aussteigen, der Bus darf fahren. Wir sagen, hier dürfen nur Arbeiter stehen. Und das Problem ist jetzt zum Beispiel, die Arbeiter arbeiten nicht, weil ihnen was fehlt? Zum Beispiel Strom und solche Sachen. Und da hat das Spiel nämlich auch so ein kleines Problem. Und den Deadlock haben sie nicht rausgenommen. Den werde ich euch gleich sagen. Ich muss nur hier erstmal die ganzen Grundlagen einmal bauen. So. So. Dann haben die wenigstens den Strom. Echt? Dann haben wir schon wieder eins weg. Und zwar, um Wasser herzustellen, braucht man Arbeiter. Im realistischen Modus. Oder auch nicht im realistischen Modus. Aber um Arbeiter zu bekommen, die auch arbeiten wollen, brauchen sie Wasser. Das haben sie nicht im Griff. Das ist ein bisschen wie bei Ostriff. Bei Ostriff hat man auch so das Problem, dass man in so einen Deadlock läuft. Man will was bauen, man kann es aber nicht bauen, weil man das, um es zu bauen, nicht bauen kann, weil man das bauen müsste, was man bauen muss. Verstanden? Also ich brauche Wasser. Wasser kriege ich aber erst, wenn ich Arbeiter habe. Und Arbeiter kriege ich erst, wenn ich Wasser habe. Oh. Das ist so ein bisschen... Ich meine, das Spiel hat eine Möglichkeit dagegen. Und zwar, indem ich Arbeiter zum Beispiel von hier hole. Und dann dahin bringe. Aber das ist natürlich eine doofe Initiallösung. Und hallo Pepes Welt. Willkommen. Ja, aber der Müll durchaus wird sich... wir können das hier mal fertigstellen. So. Der wird sich jetzt hier ansammeln, bis das voll ist. Und wenn es voll ist, kommen Ratten, Krankheiten und die Leute in der Umgebung werden krank und unzufrieden. Ja. Deswegen müssen wir dann eine Müllentsorgung bauen und, und. Das heißt, wenn wir gleich starten in die 7. Staffel, werden wir erstmal alles bauen müssen. Müllentsorgungen, Wasserzu- und Entfuhr, Heizkraftwerke. Wir spielen diesmal das erste Mal mit Winter. Das heißt, das habe ich noch nie gemacht. Das heißt, wir müssen dann Heizkraftwerke zum Beispiel setzen, die dann irgendwas brauchen, um natürlich zu heizen. Eventuell können wir da Kohle. Okay, das kostet also Kohle. Die müssen wir hier also anliefern. Fernwärmepumpe klein. Dann müssen wir hier noch Pumpen und sowas hinbauen. Alles klar. Puh. Damit habe ich zum Beispiel auch noch nie gespielt. Finde das Spiel gerade geil wegen dem realistischen Modus, wo man bauen kann, die Sachen. Ja, genau. Den werden wir auch spielen. Ich finde es auch cool, wenn die Sachen einfach ewig dauern. Die meisten mögen das ja nicht so unbedingt. Aber ich finde das schon eine coole, coole Sache. Gibt es die nur oberirdisch, diese Rohre? Nee, da, unterirdisch. Wollte wohl meinen. Zack. Wunderschönes Rohr.
Und Ressourcen kann ich doch hier kaufen, oder? Genau, dann kann ich hier sagen, ich kann einfach Kohle kaufen im nicht realistischen Modus. Im realistischen Modus muss ich zum Beispiel die Kohle selber hierher bringen. Und dann würden die hier zum Beispiel Heizung bekommen. Eigentlich müssten die doch da angeschlossen sein, oder? An der Fernwärmepumpe. Hm. Okay, aber funktioniert. Kann ich bei deinem Let's Play nachschauen, wie man die Pipeline mit dem Ausland anschließt, um Benzin zu exportieren? Das geht gar nicht. Ohne einen Mod kannst du das gar nicht machen, soweit ich weiß, weil es keinen Export gibt. Du kannst nur über Schienen oder LKW exportieren. Also es gibt ein Mod-Objekt, was du hinstellen kannst, da kannst du das anschließen. Aber ansonsten gibt es keine Möglichkeit, das ohne Schiffe vielleicht über die Grenze zu kriegen. Also es gibt hier keinen Pipeline-Anschluss offiziell. Schiffe sind das Beste, wenn du große Mengen exportieren willst ins Ausland. Und ansonsten bleibt dir nur Zug oder... Oh, was denn hier? Ein Gefängnis. Guck mal. Oha. Okay, also die Karten sind auf jeden Fall nett gestaltet, nicht wahr? Winter ist toll, da kann man komplette Bevölkerung verlieren. Ja, hör mir auf damit. Ich habe mich verloren. Deswegen habe ich immer ohne Winter gespielt. Ich weiß gar nicht, wo wir gestartet haben, da oben, nicht? Ja. Also das wird noch spannend. Also vielleicht mache ich auch den Winter nochmal aus. Ich traue mich da noch nicht ran. Andererseits spielen wir ja auch ohne Bevölkerung am Anfang, also haben wir genug Zeit, das herauszufinden. Wäre also auch gut. Gibt es signifikante Neuerungen für Full Release? Ja, 7 Patch-Notes, wovon 3 allgemein gehalten sind, wie Verbesserungen am UI. Dann gibt es Neuüberarbeitung der Algorithmen und 60 MB oder so Patch. Also es ist sehr überschaubar. Eigentlich gibt es keine Änderung. Und hallo Gamer Paddy! Work and Resource sehe ich da. Ja. Das hatten wir doch schon. Ja, ich weiß. Das hatten wir alle schon. Willkommen, willkommen. Muster erforschen. Ah, siehste, ich habe immer realistisch gespielt und bin nie so weit gekommen. Nee, dann kann ich dir nicht zeigen, wie es geht, weil ich nie so weit war. Wir sind immer vorher pleite gegangen. Also ich gehe auch davon aus, dass ich in der 7. Staffel auch so auf 10.000 Leute vielleicht komme, wenn ich Glück habe. Aber das ist das Maximale. Wir werden auch die Karte gleich selber gestalten. Da bin ich auch nochmal gespannt. Wir gehen mal einmal zurück. Also jetzt hier nicht, es gibt eigentlich kaum Neuerungen. Hier zum Beispiel, jetzt wird gesagt, hier Abwassertank überfüllt. Ah, da kommt die Heizung hin. Ah, alles klar. Da sieht man übrigens auch die Scheiße fließen. Ich finde diese grafische Darstellung echt gelungen. Ein bisschen zu groß vielleicht. Die könnte man filigraner machen. Aber ich finde, sie passt sehr, sehr gut. Spiele erst seit gestern, aber man kann einen Teil erforschen. Ja, siehste? Ich kenne immer noch nicht alles. Also gerade die Sachen, die zu erforschen sind, die habe ich selten gesehen. Gibt es das denn hier? Meistens habe ich auch das Benzin einfach nur exportiert. Für mich. Flüssiggut. Hier, Rohrleitungsanschluss Ausland. Das können wir ja noch kurz machen. Das dürfte eigentlich ziemlich easy sein. Ich glaube, du musst den so hinstellen, nicht? Dass er hier irgendwie rein zeigt und dann da einfach hinliefern lassen. Das war eigentlich alles. Okay, die Briefe haben unterschiedliche Farben. Für die verschiedenen Gewerke. Können ja zum Beispiel... hier wird es jetzt kein Öl geben, zufällig, oder? Ah, da wäre Öl. Doch, es gibt hier Öl. Warte. Öl. Auf der Karte ist es doch hier.
Da, ach, so ein paar Flecken sind das. Ach du Scheiße. 8%ige Quelle? 46, 53? Ach du Scheiße, damit kann doch keiner arbeiten. Ah, ist zu lang, nicht? Ah, shit. Naja, gut. Dann müssen wir wieder Zwischenpumpen bauen. Und dann kann man hier einfach sagen, was man exportieren möchte oder importieren möchte. Also es funktioniert eigentlich wie beim Strom. Okay. Ja, so einfach kann es sein. Ich bin immer pleite gegangen. Yep. Oder durch Fehler, die man am Anfang macht, dann kaputt gegangen. Wie gesagt, es reicht eine falsche Rohrleitung am Anfang, die du in den 60ern legst, dass du in den 80ern pleite gehst und komplett ausstirbst. Also gerade der realistische Modus verzeiht nichts und du kannst im realistischen Modus nicht einfach sagen, ach komm, ich reiß eben mal die Wasserversorgung ab und baue eine neue. Ja, dann haben die Leute aber kein Wasser. Und wenn das Bauen halt im realistischen Modus 2 Monate oder 3 Monate dauert, verdursten die alle. Und dann bist du weg vom Fenster. Das heißt, ein Fehler, den du nicht ausmerzen kannst, ist vorbei. Da ist einfach Dead End. Realistischer Modus ist auch eigentlich nur für die Erfahrenen. Und selbst da kannst du jederzeit reinrasseln. Was ich zum Beispiel einmal hatte im realistischen Modus in der Staffel 4, dass das Spiel den Treibstoffpreis von im Durchschnitt 300 auf 3000 pro Liter erhöht hat. Ich war instant pleite. Ein Monat. Das ist einfach, puff, sehr teuer gewesen. Es ist nicht mehr runtergegangen. Die Millionen sind einfach runter und ich war weg. Er konnte nichts dagegen tun. Das war einfach. Ja, manchmal läuft es halt einfach scheiße. Das Problem kenne ich. Hallo Pinky and the Brain. Er verzeiht kaum was, man muss wissen, was man baut. So nämlich. Ich meine, hier zum Beispiel, wir können noch mal den alten Spielstand angucken. Default, Default, Default. Die Staffel 6 ist zum Beispiel dadurch gescheitert, dass ich keine Autobahn oder die Autobahn nicht richtig gebaut hatte. Und als ich den. Was? Ach so, Kacke. Wartet, okay. Hauptmenü, Hauptmenü. Ich muss die Workshop-Objekte wieder aktivieren. Worum geht's? Um Worker and Resources. So, Workshop, abonnierte Objekte. Spiel laden. Staffel 6. Und ein Ziel setzt man sich selbst, also maximale Einwohnerzahl. Genau, also ich finde gerade beim realistischen Modus ist das anfängliche Ich will überleben sehr wichtig. Ich will alles richtig bauen, sodass ich eine gute Wirtschaft aufbauen kann. Also selbst wenn du eine große Wirtschaft hast, kann eine Kleinigkeit die komplett aus dem Wanken bringen. Zum Beispiel, was ich vorhin gesagt habe mit diesem Arbeiter neben der Baustelle, kann dir zum Beispiel eine riesige Stadt zerstören. Ich habe eine Polizeiwache gebaut, das in einer Stadt, habe vergessen, das einzustellen. Auf einmal sind alle Leute zur Polizeiwache gegangen, 200 Leute aus der Umgebung, und haben an der Polizeiwache gebaut. Und in der Zwischenzeit war keiner mehr in der Lebensmittelfabrik, die Lebensmittel waren alle. Ich habe noch versucht, Lebensmittel von der Grenze zu importieren. Hat nicht mehr gereicht. Die waren einen Monat ohne Essen, die Leute sind abgewandert, dann hattest du eine Todesspirale, du konntest gar nicht die Sachen ausgleichen von den Arbeitern, die abhauen, du hattest nicht genug Geld, um neue Arbeiter nachzukaufen in der Menge. Und dann muss man einsehen, der Spielstand ist eigentlich verloren, wenn man. Und dann krepelst du auf irgendwie plus minus 2000 rum. Da sitzt du Wochen, bis du mal ein bisschen was hast, um was zu machen. Also sobald du so unter 2 Millionen fällst, ist eigentlich schon fast vorbei im Realistischen. Du brauchst echt ein gutes Puffer, finde ich. Viele sehe ich immer, die spielen immer an Null ran, aber die verdienen auch genug. Aber ich bin eher immer so ein Eigenproduzent, der nicht so viel exportiert. Ja, und der Spielstand ist zum Beispiel wegen dieses Kreisverkehrs gescheitert. Alles fährt über diesen Kreisverkehr und ich muss ihn eigentlich umbauen.
Und wir haben sehr viele Versuche und Testsysteme zu diesen Kreisverkehren gemacht. Die haben leider nicht so funktioniert wie geplant. In kleinem Maßstab haben die super funktioniert. Aber als sie zu voll wurden, hat es nicht mehr gereicht. Und ja, ich habe hier versucht, dann die Sachen zu umfixen, nicht mit schnellen Straßen. Eventuell durch den Patch kann es sein, dass das jetzt funktioniert. Ah, und das Zollhaus muss ich fixen, nicht? Ah, den Patch muss ich installieren. Weil das scheiß Zollhaus, das mittlere, da kann immer nur einer reinfahren, oder? Haben sie das hinbekommen inzwischen? Das sieht gut aus. Okay, das haben sie hinbekommen. Oder der Patch ist noch aktiv. Weil hier gerade so viele standen. Aber es ist ein ganz kleines Zollhaus. Okay. Weil beim großen Warzen ist zum Beispiel auch das Problem, dass immer nur ein Auto reinfahren durfte gleichzeitig. Weiß nicht, ob sie das gefixt haben oder der Patch aktiv ist. Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Fixed Customs oder so heißt der. Ja, also so nicht, das war so der Spielstand, wo wir am weitesten waren und eigentlich alles okay lief und gleich geht irgendwas schief, ich weiß nicht mehr was. Wir haben ein paar Mal neu geladen, ich glaube irgendwas mit dem Kreisverkehr halt und hier diese Stelle und dann war noch irgendwas. Auf jeden Fall waren wir hier relativ weit, nicht? Wir hatten eine Uni, wir hatten sehr viele ausgebildete Studenten, 2947, und trotzdem sind wir in eine Situation gekommen, wo ich nicht weitermachen konnte oder wollte, die ich aber gerade nicht mehr identifizieren kann. Aber ich würde jetzt auch nicht mehr weitermachen, nicht? Ich will natürlich nur anfangen. Weil wir auch die ganzen Industrien hier nochmal neu aufbauen werden und so. Weil du schnell in Minus gingst, das war das Problem. Stimmt, wir sind im Minus. Warum waren wir im Minus? Was? Oh, was haben wir gekauft? Oh, die Statistiken da unten sind neu. Der Treibstoff. Ja, aber okay. Treibstoff ist doch nicht das Problem, weil eigentlich habe ich doch exportiert das Öl dafür. Das war nämlich eine 1:1 Umsetzung. Ich glaube, die haben das gefixt, das Problem, was diesen Spielstand kaputt gemacht hat. Also außer, dass wir jetzt gerade mal ein bisschen weniger einnehmen, okay. Es kommt ja auch immer darauf an, ob die das exportieren oder nicht. Kann ich eigentlich gerade nichts feststellen. Oder ich weiß noch, das hier war fertig. Ich glaube, das hier war ein Problem, nicht? Wenn das fertig war. Aber ich erinnere mich nicht mehr. Neue Statistiken, nice, ja. Irgendwelche Ausgaben. Ja. Ja, mal gucken, wie wir das gleich aufbauen werden. Ich würde sagen, erstmal mache ich Aufnahmestopp. Wir werden im Chat jetzt weiter diskutieren, eine Karte bauen für euch und dann geht's weiter.